Hallo ihr Lieben. Stefans Musikworkshop nach einer sehr langen Pause über den Sommer geht wieder los. Da sind wir. Und worum geht es? Es geht um einen Song, den ich ausgesucht habe, der im Moment gerade Chart ist und wieder große Chancen hat, auch meine Nummer 1 zu sein. David Guetta, Lovers on the Sun. Lovers on the Sun. So geht das los. Habt dem Ohr. Was passiert hier eigentlich gerade? Da wird in einem Genre, in der Popmusik, sich bedient der Filmbranche. Und zwar nicht etwa irgendwie was gerade ganz neu ist, sondern es wird zurückgegriffen auf einen Klassiker. Was in dem Video passiert, ne? Lauter filmische Zitate aus Spiel mir das Lied vom Tod, ein Film, dessen Musik wir ja hier schon ziemlich oft mit dabei hatten, ne? Ihr erinnert euch sogar in Verbindung mit Beethoven, haben wir das ein bisschen besprochen. Das ist ein bewährtes Mittel, dass man Dinge, die schon mal richtig gut gelaufen sind, sich nimmt und das Ganze dann mit einer neuen Geschichte versieht und mal schaut, was dabei dann rauskommt. Und in diesem Fall hier ist es ein herrlicher Song und es ist ein herrliches Video dabei rausgekommen. Was passiert musikalisch? Gleich kurz nach dem Anfang kommt ein Sound dazu, der mir die Brücke liefert zu dem, worüber ich heute ein bisschen erzählen will. Und zwar sind das diese Klänge, das ist sowas Sattes, das sind Streichersounds. Hier. Was die Streicher da gespielt haben, darum wird es gleich gehen. Wieder ein Gedankenschritt weiter. Wir sprechen hier von Popmusik in Verbindung mit Kino. Und da ist die Schaltstelle für das, was heute passiert, was ich erzählen will. Es gibt jetzt demnächst, nächste Woche von jetzt an betrachtet, im Kino eine Serie, die mit Oper zum Beispiel schon lief. Im CineStar, Oper im Kino. Jetzt bringen die da Konzerte. Womit fangen die an? Berliner Philharmoniker spielen mit Simon Rettel zusammen zwei Sinfonien. Eine von Robert Schumann und eine von Johannes Brahms. Und was hat das jetzt hier mit diesem Song zu tun? Das erste Mal ist, dass man da in einem Kino, also in einem Genre, wo ein klassisches Konzert doch eigentlich überhaupt nicht hingehört, oder? Etwas erleben kann, was durch die Chance, das im Kino zu präsentieren, unglaublich vielen Leuten zugänglich wird. Warum ist das schön? Weil die Musik nämlich eigentlich für viel mehr Leute cool ist, als nur in einen Konzertsaal passen. Und das, was der Streichersound ist, den ich hier eben schon zitiert habe, der ist in einem dieser beiden Stücke, die ihr im Kino hören könnt, nämlich in der Sinfonie von Brahms, in einer Art vertreten. Das ist sowas von satt und schön und dick und herrlich, dass das so klingt hier. Das ist ganz großes Kino. Und die Musik ist schon 130 Jahre alt. Ganz so alt ist der Film, Spiel mir das Lied vom Tod, noch nicht. Aber alt genug, um auch zu sagen, es ist genau wie diese Musik von Brahms eigentlich ein Klassiker. Und jetzt hören wir noch ein bisschen weiter. Wenn David Guetta in seinem Stück sich harmonisch bewegt, tut er das im Grunde genommen die ganze Zeit immer wie in einem Kreisel. Er bewegt sich immer im Kreis um ganz wenige Harmonien rum, mit denen wir dann irgendwann das Gefühl haben, wir kommen so in so einen Groove rein. Das ist nämlich der Punkt, um den er wandert, ist der hier. In dem ersten Teil von seinem Song wandert er immer von oben immer wieder zu dieser Stelle hier. Der fängt immer hier oben an, das ist so richtig schön melancholisch, so traurig. Und da erreicht er immer wieder denselben Punkt von oben. In der zweiten Hälfte erreicht er den Punkt wieder, aber er kommt von unten. Und dieses Kreisen um eine bestimmte Harmonie herum, in der Mitte gibt es eine Stelle in der Bridge, da macht er das dann so, wandert er wieder hier. Also er bietet uns sozusagen ein Zentrum, wo wir immer wieder hinwollen, weil es so schön klingt, und lässt uns herumwandern von oben und von unten. Wenn sowas im Film benutzt wird, sind das Stellen, wo uns die Filmemacher über die Musik irgendwas erzählen wollen. Und jetzt kommt es wieder, das Warum Brahms und Kino. Hört mal auf diese Stelle hier aus dem ersten Satz von dieser vierten Sinfonie von Brahms, was da passiert. Hört mal, wie das kreist.
Wieder ganz großes Kino. Ha? Die Musik dreht sich harmonisch in einem Kreis. Nur geht das immer weiter. Man mag gar nicht ausmachen, also mir geht das so. Ein geiler Sound. Und so weiter und so weiter und so weiter. Da dreht sich so. So geht diese ganze Zeit wie so eine Walze, rollt die Musik da lang. Das haben David Guetta und Brahms gemeinsam. Und noch etwas. Ich habe euch gezeigt, beim David Guetta sind das Figuren, die sich immer zu wiederholen. Das kennen wir ja schon, dass die Wiederholung ein unglaublich wichtiges Element ist in der Musik allgemein. Durch alle Jahrhunderte ist das wichtig, dass wir in der Musik Wiederholungen haben innerhalb der Elemente, damit wir was im Ohr behalten davon. In dem letzten Satz, der hat eine ganz spannende Form, macht Brahms genau dasselbe. Er lässt ein bestimmtes Thema sich permanent wiederholen, und zwar durch den ganzen Satz. Das geht 10 Minuten lang, wie bei David Guetta. Da sind es nur 3. Da ist es. Das ist wie in einem großen Kinofilm, wenn in dem Thriller irgendwo die Stelle kommt, wo es richtig ernst wird. Da würde die Musik 1:1 dazu passen. Was passiert? Nochmal wieder ein bisschen auf die Hände schauen. Wir haben wieder eine Harmonie erreicht. Und aus dieser Harmoniefolge könnten wir jetzt, wenn wir das wollen, ganz leicht die harmonische Struktur von einem gemeinsamen Stephans Musik-Workshop Pop-It machen, indem wir einfach entscheiden, wir teilen das Ganze und am Anfang lassen wir es einfach immer wiederholen. Ballade singt. Richtige, kräftige, schöne Rockballade, dicke Bässe, ein schönes Drumset dazu. Und wir haben aus den Harmonien von Johannes Brahms die Substanz gewonnen, um einen Song zu machen, der in die heutige Zeit passt wie kein anderer. Und das Ganze findet statt im Kino. Deswegen erzähle ich das. Als ich da neulich einen Film gesehen habe, war einer, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich die Idee hatte für einen kleinen Song, den wir uns ausdenken können über eine der Figuren da drin. Das wird mal ein kleiner Extra-Clip. Habe ich gelesen, die Plakate, und dachte, davon erzähle ich euch. Wenn ihr Lust habt, geht mal hin. Es ist großes Kino, großer Film und Riesenmusik, die ihr da erleben könnt. Wenn ihr Lust habt, vielleicht sehen wir uns ja da. Tschüss, bis dahin.